Die Fahrer haben am Jeddah Cornish Circuit ihre Startaufstellung eingenommen und bereiten sich auf 50 Runden unter Flutlicht vor. Wir werden sehen, was Charles Leclerc hier erreichen kann. Zweite Reihe der Aufstellung an dritter Position. Eine starke Chance auf gute Punkte oder vielleicht sogar das Podium. Los geht's! Zeit für das Rennen! Nur noch ein paar Augenblicke bis zum großen Preis von Saudi-Arabien. Die Ampel ist aus und los geht's! War der Start. Sieht, oh, Schurkenposition gewonnen und Bottas kämpft noch mit Albon. Komm schon, gib nicht auf, kriegst ihn, jawohl. Sehr nice. Sehr guter Start. Auf jeden Fall Position mal gewonnen. Ja, toll, Albon hat wieder überholt. Okay, das Feld ist sehr, sehr aufgeteilt mit Medium und Soft. Aber ich glaube, die Zwei-Stopp-Strategie ist der einzige, der Bottas fährt, ne? Ist er der einzige, der die fährt. Vielleicht sollte man am Anfang noch ein bisschen mehr von dem ERS einsetzen. Weil wir fallen schon wieder aus dem ERS-Fenster raus. Vertrauen aus. Okay, das Vertrauen scheint gar nicht so schlecht zu sein. Oh ja, wir haben ein sehr gutes Vertrauen ins Auto gerade. Wir müssen halt dranbleiben. Weil nächste Runde geht nämlich das DRS auf und Norris hat keinen Windschatten. Kein DS, sagen wir es so. Jetzt müssen wir gucken, dass wir dranbleiben. Oh nein, das wird eng. Ja, weil das DRS hätte ich doch schon gerne. Aber Schuhe hat leider kein, glaube ich, kein DRS, oder? Nee, Schuhe kann leider kein DRS. Hat Nose DRS? Weiß ich gar nicht. Nein. Mit Rechnung können wir gut mitfahren. Und schon wird überholt. Das, ja, ist abzusehen, wenn man kein DRS hat, ne? Na, die Reifentemperatur ist halt sehr hoch. Ich würde mal sagen, dass die Aufhängung, die zweite, die wir haben, glaube ich, gar nicht so gut ist. Also die ist jetzt vielleicht ein Tick besser als die 1er, aber jetzt nicht so besser als so, also ein Ultra-Ding, ey. Sieht zeitlich aus. Da ist sogar De Vries schneller als wir. Okay. Also Bottas hat auf jeden Fall ein sehr schönes Vertrauen in sein Auto gerade. Und Cho, er hat ein bisschen was verloren. Klar, der wurde auch überholt, ne? Die Mediums sollten am Ende halt ultra langsam sein. Wenn wir mit den weichen Reifen fahren, das sollte auf jeden Fall ein kleiner Vorteil werden. Bottas ist nah dran. Der müsste ihn eigentlich langsam überholen, damit er mal ein bisschen die Reifen abkühlen kann. Und Cho geht jetzt. Boah, hart, aber. Es geht. Ui, die beiden machen weiter. Bottas genauso. Zwei Duelle.
Wir fahren ein bisschen. Show hat De Vries bekommen. Erstmal die Reifen jetzt abkühlen. Aber direkt dahinter fahren ist eigentlich nicht gut, um mal. Oh! Unfall. Oh, wir hatten einen Unfall. Alonso gegen Sainz, glaube ich. Ne, Stroll gegen Sainz. Eieiei. Das läuft heute nicht so, wie das Team gehofft hatte. Das ist sicher. Also wir kriegen auf jeden Fall die Temperatur aus den Reifen raus. Aber können halt nicht überholen, ne? Oder? Ob das? Oh, Sainz bekommt die Strafe, okay. Die Temperatur ist wieder im Normalbereich, deswegen können wir ein bisschen aggressiver fahren. Dann hoffe ich mal, dass er vorbeigeht, weil umso eher man nicht vorbeigeht, umso schlechter ist das Vertrauen. Warum hast du nicht. Achso, okay. Na, man merkt, McLaren und Alfa Romeo sowie Alfa Tauri, ne? Haben da ein bisschen Probleme im Tempo. So, jetzt komm aber. Jetzt musst du es schaffen. Da sind wir echt so langsam auf der Geraden. Ne, das ist dieser alte Move. Die Reifen von Bottas sind halt auch übelst gut, wenn er in die Box kommt, ne? Man muss auch den Motor zurückdrehen. Vor allem wie Stroll halt aufschließt, ne? Das ist wieder die Reifen, die Probleme machen. Bei Red Bull geben sich aber auch da auch ordentlich. So, jetzt komm. Das gibt's doch nicht. Ein bisschen mal die Reifen schonen. Nicht überholen, deshalb geht er auch aufs Vertrauen des Autofahrers. So, können wir denn aufladen, das ERS? Das wäre eigentlich nicht schlecht. Also, wenn wir Energie-Zurückgewinnung machen, dann würden wir halt zu viel Zeit verlieren. Wir sind ja nah dran. Ah, Piast wird jetzt auch Dings überholt. Und Bottas. Fahrt standardmäßig. Gebt nicht auf. Oh, der bleibt wieder davor, ey. So, Temperatur kann wieder rein. Oh, Schuh muss aber aufpassen. Das scheint ihm gar nicht so zu gefallen, dass er das ERS nicht verwenden kann. War doch, glaube ich, kein DRS, ne? Ne, er ist doch raus aus dem DRS-Fenster. Eieiei. Es muss doch möglich sein, zu überholen. Also wir können uns mit Stroll auf jeden Fall wieder an De Vries und Piastri rankämpfen. Zeitlich gesehen ist eigentlich dieser sogar noch ein Tick schneller als die Einstopp. Oh, Bottas, was machst du da? Bottas hat eine Sekunde Rückstand. Ja, das ist klar.
Oh, da hat auch ordentlich was dran verloren ins Auto. Die können gerade das Tempo nicht mitgehen mehr. Dabei fahren wir noch 8 Runden, ne? Aber Stroll auf Tsunoda, Norris auf Tsunoda auf. Das ist eigentlich schon alles sehr eng beieinander. Die beiden Williams, dahinter halt Tsunoda. Also, mal gucken, was hier geht, wenn wir gleich die weichen Reifen drauf haben. Aber wieso haben wir einen Medium-Reifen? Wir haben den im Training zu viel verwendet. Wow, Schob. Das ist ja mal super von dir. Ich bin angelegen, ihn auch dann auf diese Strategie zu setzen. Aber so finden wir halt nicht raus, welche Strategie besser ist. Eigentlich sollte schon die hier besser sein. Also 20 Runden, 15-15. Dann gehen die Reifen genau auf. Wir haben halt 23 Runden. Die Reifen werden noch mehr K.O. sein. Und am Ende haben wir halt die harten. Ne? Das ist weich gegen hart. Er sieht es halt noch, ne? Diesmal sieht das Ganze ein bisschen besser aus als noch in Bahrain. Ne? In Bahrain hatten wir schon in der dritten Runde den Unfall. Man muss auf jeden Fall deutlich mehr managen als vorher. Gott hat immer noch ein schönes Vertrauen. Ja, und Scho sollte eigentlich sein Vertrauen wie langsam aufbauen. Und Stroll ist schon an allen Beinen vorbei, ey. Heu, heu, heu. Und eine Sekunde schon weg. Oh, das ist interessant. Jetzt hat jeder eine Sekunde von jedem. Das heißt, Stroll sollte eigentlich auf Bot das extrem gut aufholen können. Dementsprechend kann es sein, dass wir uns ransaugen können an Norris wieder. Wenn es kommt an, wann wir den halt überholen, ne? Ich bin froh, wenn wir das erste etwas größere Update haben mit Frontflügel und Unterboden. Klar, die müssen wir noch anfertigen. Vielleicht mache ich die als Notfallding, damit wir zumindest mal einen so gesehen Alpha Tauri und McLaren hinter uns halten können. Oh, Scho schafft es wieder. Scho schafft es wieder. Scho ist wieder im DRS-Fenster von Piastri. Aber gleichzeitig haben wir Stroll direkt hinter normal sollte er kurz mit der Hilfe Reifen hat er drauf. Die roten, okay. Stimmt, die roten Fahrer sollten eigentlich bald reinkommen. Scho holt zumindest auf. Schnappen tut er sich halt nicht, aber aufholen. Dann lad ein bisschen dein ERS auf. Genau wie du. Ja, Stroll ist vorbei. Haben wir leider nicht gesehen. Hier nehmen wir Kurve 3. Da macht sich eine Lücke auf. Hä? War ich gerade verwirrt, warum stellst du Runde bei... Aber okay, die sind schon sehr weit vorne. Das könnte für, wenn Bottas in die Box kommt, ein bisschen problematisch werden mit Überrundung. Aber genau das will ich jetzt nutzen. Das DRS von Stroll, um halt dran zu bleiben und uns wieder ranzukämpfen an Norris. Piastri ist unter Druck von... Aber unsere Fahrer können halt nicht überholen. Gib alles. Außenrum! Klar, sowas kostet Zeit. Ne? Duelle kosten immer viel Zeit. Und er hat die roten Reifen drauf. Oh, Piastri, gib auf. Wow. Wir haben immer noch den gleichen Rückstand wie vorher auch. Jetzt komm. Schavin.
Jetzt mit DRS. Normalerweise ist DRS halt sehr overpowered in diesen Fahrzeugen mittlerweile. Klar, ich könnte das ERS einsetzen dazu noch, aber brauchen wir nicht, wir haben es geschafft. Sehr schön. Verteidige aber, wenn es geht, immer hart. So, was macht Bottas? Der hat 5 Sekunden auf De Vries und 2,6 auf Norris. Und gleichzeitig schlagen wir ein bisschen unsere Batterie. Das ist natürlich auch nicht so verkehrt. Oh, Albon kommt rein. Das sind die Soft-Hard-Fahrer. Ne, Soft-Medium-Fahrer. Soft-Medium? Okay, es gibt doch zwei Stopper. Aber der kommt schon extrem nah an den unseren Fahrern raus, ne? Ende der nächsten Runde kommt da schon Bottas rein. Und der fliegt ja ran, regelrecht. Aber er verteidigt halt gut, ne? Also sein Vertrauen ist wieder da ins Auto. Sarge kommt auch jetzt rein. Ui! So, wir gehen auf die weichen Reifen. Das war sehr schlau von Piastri gemacht. Und da kommt direkt Albon. Oh, ne. So, wir machen das gleich auch mit Show. Der kommt auch rein. Die beiden sind ja bis weit genug auseinander. So, wir schalten wieder auf neutral. 3 Sekunden. Also zeitlich haben wir auf jeden Fall... Wir sind ja schneller als De Vries, aber langsamer als Norris und Bottas. Klar, mit der Zeit von Stroll können wir gar nicht mithalten. Obwohl, ne, ich wollte... trotzdem abbrechen. Show soll seinen ganz normalen Stopp fahren. Kein schlechter Boxenstopp eigentlich. Fand ich jetzt. Auf Seite 6 schnellste Boxenstopp. Oh, Piastri ist auch in der Box gewesen. Hat aber auch einen ordentlichen Rückstand schon, ne, Piastri jetzt. 12 Sekunden. Das Gute ist halt, wir schießen jetzt an Sargent dran, der halt hinter Show ist. Und Show, ja, der kämpft auf jeden Fall und sollte in der 24.0 reinkommen. Und schon werden wir halt sagen, wir sollen einen Teamkollegen vorbeilassen. Wo ist Tsunoda? Tsunoda kommt, ist da. Okay. Wir haben uns so ein bisschen jetzt in den Kampf mit eingemischt. Ne? Wir sind auf jeden Fall näher. Das heißt, wir sollten eigentlich Nose bekommen, aber der hat einen Stopp weniger. Ne? So, dann ist ein Teamkollegen vorbei. Sehr gut. Also ich gehe ein bisschen... Virtuelle Safety Car. Virtual das Safety Car. Das nutzt man doch. Unfall von Norris. Eieiei. Hier fahren wir jetzt in Kurve 22 ein. Und endet mit einer Berührung der Absperrung. Und das wird dem Fahrzeug nicht wirklich gut tun. Aber dem Crash hätte eigentlich der Reifen ab sein müssen. Das Team klebt an den Monitoren und sieht zu, wie ihre Hoffnungen schwinden. Big Chunt. And there's a lot of debris ahead. Watch for debris. Is he okay? All okay. So, damit bekommt wahrscheinlich nämlich Show Piastri. Das
Die Leute es aber jetzt nicht nutzen, in die Box zu kommen, ne? 2,7, oh, da müssen wir auf jeden Fall schneller werden. Piastri kommt da. Also wir sind direkt dahinter. Haben aber jetzt die Roten. Oh, die sind kalt. Die sind ja sehr kalt. Bin mal gespannt, wer noch reinkommen muss und wer nicht. Also jetzt nicht reinzukommen in der Safety-Car, in der ja, Safety-Car-Phase so gesehen, nicht so schlau. Das sind auch nicht so viele. Virtual Safety Car Ending. Entsprechend Motor aufgedreht. So, was macht Bottas? Kommt er näher ran an Sargent? Wir fahren jetzt auf jeden Fall schon mal die weicheren Reifen, ne? Dementsprechend. Ja, wir kommen auf jeden Fall näher. Nein, man kann jetzt die Zeit noch nicht gut kontrollieren. Wow. Mache ich da. So, Show kommt immer noch nicht vorbei an Piastri. Aber mit dem Ergebnis sollten wir auf jeden Fall vor McLaren sein aktuell. Wenn Bottas weiterfährt, können wir Sargent bekommen. Und so weit sind wir eigentlich von Albon auch nicht entfernt. Was macht Chu denn? Irgendwie hat Chu heute ein schlechtes Rennen. Aber man merkt, wenn Bottas in guter Fahrt, in einer guten Phase ist, dann ist er auf jeden Fall sehr gut. Okay, Getriebe können wir maximal das nächste Rennen fahren noch, ey. Okay, es sieht ein bisschen mehr aus, als wir eigentlich machen gegenüber Sergeant. Die Fries war noch nicht in der Box, ne? Oder? Doch, die Fries war in der Box. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Da, okay, doch, die Fries war noch nicht in der Box. Genau wie Perez, Gasly und Hülkenberg. Sonst werden alle einmal in der Box. Mit Hart fahre ich nur Russell und links alle. So gesehen müssen alle nochmal rein. Jetzt kommt Bottas näher. Und schon darf auch ein bisschen ERS eingeben. Ich würde doch schon gern. Stroll kommt rein. Interessant. Ja, wir werden den letzten Stopp ein bisschen rauszögern. Oh, wir müssen unser ERS aufladen. Aber wir sind im DRS-Fenster. Und jetzt sind wir wieder raus. Also sobald wir im DS-Fenster sind, haben wir Glück. Ja, schon. Jawohl. Ah. Jawohl, wir haben's. Aber ob wir näher kommen, ist die andere Sache. Ich glaube, jetzt haben wir es nämlich nicht mehr. Der Fries kommt rein. Geht auf Rot, jetzt schon. Der kommt vor oder hinter den anderen raus. Natürlich vor uns, war ja klar.
Und jetzt schon ja einen Reifen ab. Das wäre sehr früh. Perez geht auch auf Rot. Die fahren jetzt mit Rot schon durch. Das ist eine krasse Entscheidung. Hülkenberg wahrscheinlich genau die gleiche Strategie. Ja. Na, mit Piastri müssen wir aber aufpassen, ne? Der verliert halt Gott sei Dank ein bisschen Zeit gegenüber uns. Und wir sind dran an dem. Vielleicht behalten wir doch unsere 35. Runde. Naja, also das De Vries wird auf jeden Fall durch, das steht fest. Wir können auf jeden Fall ein bisschen besser fighten als in der letzten, im letzten Rennen. Das freut mich. Und da ist De Vries vorbei an Piastri. Und Piastri, glaube ich, hat kein DRS. Könnte also so gesehen sein. Oh, der hat auch DRS. Also Bottas verliert gerade aktuell Zeit auf den Auswählen. Ne, die Reifen halten auf jeden Fall nicht durch. Da müssen wir die Reifen schonen. 30,5. Wir fahren gerade mal 34,4. Also wir werden auf jeden Fall überrundet. Wieso haben wir Probleme mit dem Überholen, ey? Das müssen unsere Fahrer auf jeden Fall trainieren. Nein, das gibt's doch nicht. Das hat nämlich Piastri, nämlich dieses DRS. Und der fährt aber sofort vor die Karre, ey. Nicer Move. Das war echt ein nicer Move von Show. Klar, der Fries kommt näher, der fährt eine Sekunde schneller. Aber Piastri kann das Tempo nicht mehr mitgehen. Gasly kommt auch mal rein. Ja, Bottas kann so weiterfahren. Bottas kommt ja wieso bald in die Box. Klar, das Safety-Car-Phase wird uns natürlich wieder richtig gut helfen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die anderen durchfahren mit ihren Reifen. Perez ist ja mit den Soft Mediums, glaube ich, gestartet und ist schon sehr lange mitgefahren. Die werden halt sehr, sehr schnell langsam, ne? Am Ende. Bottas fährt etwas schneller als Sargent. Ja, schon mal kurzfristig die Reifen. Auch nur kurzfristig. Weil der Führung ist jetzt in der 35. Runde. Das heißt, wir nächste Runde kommen wir so rein. Wo wir jetzt durch die Safety Car fahren? Ja, ist schwierig, ne? Alter, jetzt. Optimaler Boxenstopp. Okay, nehmen den Reifensatz. Die wollen unbedingt, dass ich diesen Reifensatz verwende. Also gegen Piastri sind wir gerade ultra stolz schneller. Holen uns aber dementsprechend auch neue Reifen jetzt ab, ne? Stroll ist mittlerweile auf Platz 12. Also Stroll könnte es auch schaffen, in die Punkte zu kommen. Magnus ist auch in den Punkten.
Ist auch krass, dass sie so ein hohes Ziel erwarten, aber gleichzeitig ist das Auto dafür eigentlich viel zu schlecht. Sieben, also wir haben Dauergleichstand. Aber er kommt mal vor Piastri raus. Der war schlecht. Jetzt erklär uns mal das hier. Das Alfa Romeo Team macht sich bereit. Und hier haben sie Probleme, den Reifen abzunehmen. Nur welcher Reifen es war, weiß ich gar nicht. So. Wir sind auf jeden Fall vor den Führenden. Und Short auch erst aktuell, ja, freie Fahrt. Der hat eigentlich so gesehen direkt zwei Top-Autos vor sich. Bin mal gespannt, ob wir De Vries einholen. Weil der fährt zwar auch auf diesen Reifen, aber die sind halt schon deutlich mehr K.O. als unsere. Bin mal gespannt. Oh, da kommt der Red Bull angedonnert. Da kommt der Red Bull angedonnert. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht eigentlich jetzt, dass der vielleicht hinter uns andonnert. Was Sargent halt ultra weit weg, ne? Wenn Sargent jetzt irgendwann in die Box kommen würde, dann hätten wir ihn. Oh, wir holen aber auf jeden Fall sehr gut auf De Vries. Aktuell würde ich so einschätzen, Platz 16 und 19 und Hülkenberg hat einen Unfall gebaut. Es gab einen Unfall. Wieder Stroll. Ich würde eher sagen, das war Strolls Schuld, finde ich jetzt eher, weil der hat da ordentlich reingezogen. Ich sehe schon die Vries. Aber gleichzeitig ein Red Bull hält hinter uns, ne, wie der immer größer wird. Also Schuld auf jeden Fall auch gut auf Piastri. Sekunde, aber wie gesagt, wir haben hinter uns einen, der etwas schneller ist als wir. Oh, das war sehr gut Platz gemacht. Da haben wir nicht so viel Zeit verloren. Haben wir auch DRS bekommen von ihm? Nein, no, haben wir. Sehr nice, wir haben DRS von dem Red Bull. Wir können so dementsprechend ein bisschen unser Vorsprung aufholen. Jawohl, nochmal DRS. Das hilft uns jetzt sogar richtig extrem. Das Vertrauen von ihm ist auch sehr gut. Es ist halt die Frage, wo macht, muss er hier Platz machen? Der holt auf jeden Fall auch. Okay, das ist Zwoll aktuell, ne? Obwohl, aber er hat auch gut aufgeholt auf Sargent, ne? Die werden halt jetzt sehr, 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 sehr schnell langsamer. Ja, okay, wir haben Platz gemacht. Das muss man jetzt mitbedenken, aber. Fast 2 Sekunden auf. Also, für Show könnte es um einiges gehen hier. Sekunden. Noch kein DS für ihn, oder? Nein. Die Reifen sind ungefähr auf gleichem Stand. Also, nicht ganz. Ne? Also es ist halt deutlich frischer. Also Platz 16 wäre schon super. Und wenn Shaw auch noch Piastri bekämpfen, wäre das auch nochmal sehr geil. Das sind immer noch über fast 2 Sekunden, ne? Also 1,7 Sekunden. Die Reifen werden einen Tick zu warm.
Aber wir sind im DRS-Fenster und können auch seine Reifen selber ein bisschen in den Griff bekommen. Okay. Jetzt ist es. Jetzt setzen wir ERS mit ein. Oh, wir könnten sogar noch DRS jetzt mitbekommen. Haben wir. Der blockiert ganz schön, ey. Alter! Macht der viel Moves? Jetzt haben wir ihn. Gut gemacht. Und sofort weg, ne? Sofort können wir wegfahren. Ja, aber noch ist er ein DRS-Fenster, ne? Jetzt nicht mehr. Okay, für Sergeant wird es, glaube ich, nicht mehr reichen, weil der halt nicht so viel langsamer ist. Das war schon mal eine richtig Bombenrunde. Wir haben 3 Sekunden De Vries abgeholt. Wir haben überholt und noch Platz gemacht. Perfekt, wir können sogar jetzt noch das DRS nutzen. Also eigentlich können wir am Ende, glaube ich, etwa wieder beim Sergeant sein. Was den Speed angeht, also vom Abstand her. Dieses Piazzi auch immer wieder so schnell. Ah, okay. Ich glaube, schon wurde überrundet, deswegen. Wir nutzen den Red Bull, und um sie da ranzusaugen an Sergeant. Also Platz 15 wäre schon mal wieder deutlich angenehmer. Wenn wir das schaffen würden. Es sind nur noch 8 Sekunden. Und solange wir das DS haben von dem Red Bull, was wir, glaube ich, jetzt bald nicht mehr haben werden, können wir uns halt auch echt gut ransaugen. Vor allem Sarge muss bald Platz machen für Verstappen. Na, jetzt haben wir keins mehr. Noch 6,4 Sekunden zwischen den beiden hier. Wie gesagt, die Reifen von denen machen das nicht mehr mit, ne? Also eine Medium-Soft-Strategie, die ist schon echt krass. Also, aber wenn ich bedenke, wenn die alle noch in die Box kommen würden, das wird es richtig knapp. Wäre klar, wir könnten die wahrscheinlich nicht mehr aufhalten. Aber trotzdem, letzte Runde, wieder extrem aufgeholt, aber wegen der Berundung, ne? Aber wollte gerade sagen, da ist jetzt der Verstappen. Die 1 überrundet die 2. Wir holen halt ohne die halt nicht so viel auf, ne? Ohne Berundungen. Aber wie weit waren wir gerade eben weg? Ich glaube, wir waren um 3 Sekunden waren wir dahinter, ne? Oder 4 Sekunden. Aber Schuh kommt nochmal gut näher. Weil halt Piastri nochmal Platz machen muss gleich für... Ist das Hamilton? Ja. Und die Reifen sind halt K.O. Wir haben aktuell keinen hinter uns, der uns auffällt. Oh, das gut, das tut richtig gut. 2,6 Sekunden, 3 Runden verbleiben noch. Ich hoffe mal, dass Schuh den noch irgendwie bekommen kann. Ja, Bottas wird halt wahrscheinlich nichts mehr. Aber wir haben hier 2 Sekunden nur noch. Oh je, das wird eng.
4,2. Wir fahren ein bisschen aggressiver. Vielleicht können wir uns doch noch irgendwas holen. Ja, gerade vor allem Cho, der kann sich auf jeden Fall noch Piastri schnappen. Noch zwei Runden haben wir nämlich dann. Wir haben den Boxenstopp wieder rausgefahren. Noch Bottas kommt sehr, sehr schnell näher. Hab Vertrauen ins Auto, du schaffst das. Und Bottas ist dran. Und jetzt hat noch Cho sich auch noch das DS geschnappt. Nee, hat er sich nicht. Letzte Runde. Und Bottas ist dran an Sergeant. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Schnapp ihn dir. Großer Unfall. Watch out for debris. Russell. Okay? Oh, gut. Bottas bekommt noch Dings. Sorry. Oh nein. Und wir bekommen Russell ja gar nicht, weil Russell überrundet ist. Sehen wir uns die Wiederholung an. Nun, das war Valtteri Bottas. Die Gelegenheit fleht darum, ergriffen zu werden. Starkes Überholmanöver. Das hat er sich verdient. Doch, wir bekommen Russell noch. Haha. Verstappen gewinnt vor Perez. Bottas wird 14. sogar. Woo! Geht als erster über die Linie und gewinnt. Okay, that will be the checkered flag. Und Cho wird 17. Noch ein besseres Ergebnis als erwartet. Klar, durch die Ausfälle jetzt. Aber wir haben Sarge noch bekommen. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet, dass wir den noch so gut einbekommen. Oh, so line. Die duellieren sich ja noch. Ich glaube, man merkt, wenn das Auto schlecht ist, ist man auch zufrieden mit halt Platz 14 und so, ne? Yuki Tsunoda kommt nach den Ereignissen in diesem Rennen zurück. Und die Verstappen-Fans werden die Leistung des Niederländers zweifellos feiern. Der erste Saisonsieg für den Fahrer und das Team wird sicher sehr stolz darauf sein. Und endlich können sich die Fahrer nach einem ereignisreichen Wochenende beim großen Preis von Saudi-Arabien erholen. Sag mal, was das Alfa Romeo-Team angeht, wie fühlen Sie sich wohl nach alledem? Sie haben sich heute gut geschlagen. Es ist ein stark umkämpftes Feld und alles in allem haben sich die Fahrer darin gut behauptet. Also dann ein großes Dankeschön an alle, die dieses Wochenende in Jeddah dabei waren. Und in der nächsten Runde meldet sich die F1 aus Down Under. Hier am Ufer des Albert Park Lake steht uns eine aufregende Zeit bevor. So, gucken wir mal im Endstand. Perez hat die schnellste Runde geholt. Ja, da können wir aktuell noch gar nicht mithalten. Also für alle, die jetzt am Ende von 22 geguckt haben, wie Williams halt so dominant war, ja, sind wir aktuell noch nicht. Ja, also ich bin ja zufrieden mit dem Rennen, muss man sagen. Also Bottas und Cho, starke Leistung. Klar, wir haben 2 Stopp gemacht. 1 Stopp wäre vielleicht in dem Fall mit
Soft Hard vielleicht besser gewesen, also Medium Hard. Wären wir vielleicht ein paar Plätze noch weiter nach vorn gekommen. Aber ja, eigentlich haben wir durch den frischen Stopp, den wir gehabt haben, auf jeden Fall noch Sergeant und halt Piastri bekommen, ne? Und halt von der, okay, von der Rundenzeit, klar, kann man halt nicht viel sagen, weil der Vorteil ist halt, dass wir halt frische Reifen hatten. So, Perez führt mit einem Punkt vor Verstappen. Dann Leclerc, der sich zum zweiten Mal den dritten Platz sichert. Da unsere Fahrer sind auf Platz 16 und auf Platz 18. Das heißt, wir sind aber immer noch auf dem letzten Platz wahrscheinlich. Nein, sind wir nicht. Wir sind auf 9. Ja, wir haben Platz gut gemacht in der Tabelle. Obwohl das eigentlich immer nach der Gesamtplatzierung, also wenn zum Beispiel einer 11. ist, der wird immer am Ende der Saison vor einem sein, der maximal Platz 12 geholt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, wurde Norris jetzt mal 15. und deswegen sind wir jetzt vor dem. Es kann sein. Also Ziel ist auf jeden Fall, dass wir noch diese Saison irgendwie Punkte schnappen. Das muss dran sein. So, unsere Boxenstopps waren. Okay, wir gehören nicht zu den Top 10. So, fastes Pitcrew, da sind wir wieder letzter. Ich glaube, da werden wir auch großartig erstmal letzter bleiben. Der Stopp ist ja schief gelaufen beim Show. Ne? Wir hier sind halt Abstand, letzter. Und das mit 2/10, das ist schon viel im Boxenstopp, ne? Weil alle sind ungefähr im gleichen Radius, nur wir hängen da ordentlich zurück. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich mal anpassen, dass wir was machen da. So, Training 16., Quali 17., im Rennen 14. Okay, das für schon nach vorne geht, allein bei zwei Ausfällen, ist klar. Trotzdem, 17 hat er auf jeden Fall noch einen Fahrer hinter sich gelassen. Wir machen keinen Platz gut, also kein Geld. Also wir machen nur 2 Millionen, das ist halt nicht so viel. Müssen wir auf jeden Fall uns verbessern. Okay. Ein bisschen laut, aber okay. Dementsprechend, ja, bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann in Australien dabei seid, bei dem nächsten Rennen, das wir haben. Vielleicht schon mit den ersten Updates, kommt an, wie knapp das ist, weil ich will eigentlich ungern zu viel Notanfertigung machen. Obwohl der Unterboden ja schon bald fertig sein soll. Und auch die Aufhängung. Nee, der Unterboden soll fertig sein und einer Woche. Also ich kann mir vorstellen, dass wir den Unterboden zumindest mal in Australien haben und den Frontflügel dann für Baku. Aber Baku ist ein langes Wochenende. Das sind, glaube ich, 3 oder 4 Wochen gewesen. Müssen wir schauen, wie viel wir schaffen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.